Heute wird's wild. Es geht um Verschwörungstheorien, die sich ums Q-Level drehen in Diablo 4. Und bei mir wurde immer vereinzelt mal davon erzählt im Chat und am Anfang habe ich immer gemeint so, hä, was redet ihr eigentlich von Q-Level? Es gibt kein Q-Level. Dann kamen vereinzelt YouTube-Videos raus, zum Beispiel von Rex, der auch schon drüber berichtet hat. Und ich habe mich jetzt mal damit beschäftigt und kann bestätigen, es ist keine Verschwörungstheorie. Ich habe selbst einen Teil von diesen Relikten inzwischen gefunden. Ich bin zwar vegan, habe aber heute den ganzen Tag damit verbracht, Kühe zu töten. Und dann ist mir das Ding gedroppt und damit habe ich für mich auch den Beweis, dass das alles stimmt. Und ich teile euch jetzt mal den genauen Ablauf, wie man ins Q-Level kommt. Es geht alles los in der Stadt Khetbardu, denn dort gibt es einen Brunnen mit 4 Ochsenstatuen und eine davon kann man anklicken, den Ochsengott des Ostens. Die Ochsengötter sind die Hüter dieses heiligen Brunnens. Man sagt, dass man ihren Segen erhält, wenn man ihnen eine in diesen Wassern geläuterte Opfergabe darbietet. Im Wasser selbst gibt es auf einmal hier noch eine kleine Tafel zum Anklicken, auf der steht: Auf dem bröckelnden Stein lassen sich einige Worte entziffern, ihr Blut vergießen, um sich würdig zu erweisen. Man muss also eine bestimmte Sache hier opfern und das sind die Relikte und davon gibt es 3. Das erste Relikt, das ist jetzt auf Englisch, das habe ich auch alles von der Seite, die Rex im Video verlinkt hat. Das ist hier so eine Seite, die den gesamten Ablauf beschreibt. Die verlinke ich auch unten nochmal, wenn ihr auch euch ins Q-Level begeben wollt. Und das erste Relikt ist nämlich ein blutiger Holzsplitter und mit dem Buchstaben W. Und wir Diablo 2 Freaks werden natürlich sofort wissen, worum es geht. Das ist Würzbein. Und das zweite Relikt ist natürlich, wie soll es anders sein, ein Foliant. Das sieht ziemlich nach einem Foliant des Stadtportals aus, auch aus Diablo 2. Und das dritte Fragment ist ein metallisches Fragment. Und dieses Teil kann ich euch auch im Spiel selbst zeigen, denn das habe ich inzwischen im Inventar. Ein komplexes metallisches Fragment unbekannten Ursprungs, von dem noch immer magische Energie ausgeht. Es scheint Teil eines uralten Apparats zu sein. Sehr geil, das ist nämlich der Horadrim-Würfel aus Diablo 2 und man musste nämlich den Foliant des Stadtportals und Würzbein in den Würfel packen und dann ist daraus ein rotes Portal entstanden, was einen in das Q-Level geführt hat. So, wie komme ich an diese Fragmente ran? Ganz einfach, man muss Kühe töten und das habe ich heute nämlich gemacht. Ich habe insgesamt 666 Kühe getötet. Da gibt es einen Counter, der auf einem Charakter hochzählt. Ich habe hier die Route genommen, die auch in dem Artikel verlinkt ist. Da gibt es 4 Felder mit jeweils 1 bis 3 Kühen und am Anfang die beiden Kühe in der Stadt, die man nur mit zum Beispiel Blizzard oder Pfeilhagel töten kann, weil die in der Stadt drin sind. Und wenn man die Kühe hier alle getötet hat, einmal den Zyklus durch hat, muss man sich ausloggen und wieder einloggen. Ich habe dabei immer die Weltstufe gewechselt, steht auch in dem Artikel. Dann sind auch die Kühe alle wieder da und dann muss man so grob mitzählen. Wobei hier in dem Fall das erste Relikt, was ich gefarmt habe, da muss ich nicht mitzählen, denn es läuft so. Es ist immer entscheidend, in welcher Region du die 666. Kuh getötet hast. Das heißt, die Regionen sehen nämlich so aus. Der blutige Holzsplitter droppt in Khetchestan oder Havesar. Dann das Metallfragment, was ich schon habe, droppt in den trockenen Steppen oder Trockensteppe und Foliant des Stadtportals so rum in Skosklen oder in den zersplitterten Gipfeln. Und es ist nur wichtig, wo die letzte Kuh sich befunden hat, wenn ihr sie tötet. Das heißt, ihr könnt auch diese Route, die ich gerade gezeigt habe, farmen. Ein bisschen die Runs mitzählen, ungefähr 10 Kühe pro Run und nach, sagen wir mal, 55 Runs geht ihr dann in die Region und farmt dort die letzten Kühe, damit das Teil droppt. Wenn ihr das mit einem Charakter gemacht habt, dann zählt danach ein Counter von 666.666 Sekunden und in der Zeit bekommt ihr keinen weiteren garantierten Drop, müsst also einen neuen Charakter nehmen, um das nächste Relikt zu farmen. Oder ihr wartet über eine Woche, ist das. Eine Woche und 17 Stunden. Wenn ihr alle 3 Relikte habt, geht's weiter. Dann könnt ihr die in diesem Brunnen einfach fallen lassen und es droppt ein weiteres Item. Und zwar dieser hier, ein Strange Key, der irgendeine Tür öffnet. Und die Tür, die kann man finden auf der Karte. Ich bin da mal hingegangen. Und zwar ist das auch in Skosklen ganz im Osten. Das soll auch so ein bisschen wie ein Kuhkopf aussehen dort, diese Region. Und wenn man da
genau hinschaut, da ist dann so eine Tür und mit der kann ich aber noch nicht interagieren, weil ich noch nicht alle drei Relikte in den Brunnen geschmissen habe. Also erst wenn man den Schlüssel hat, kann man mit dieser Tür da interagieren. Und natürlich sind da auch wieder ein paar Kühe davor rumgelaufen. Wie soll es auch anders sein? Ich habe jetzt aber mich auf die Suche begeben und habe auf YouTube einen Kanal gefunden, der dort schon drin war. Und zwar ist das von dem Kanal Grandpa Joe. Unten rechts seht ihr den, wie der sich schreibt. Und ich möchte mal zeigen, was der gesehen hat in dem Video. Der ist nämlich hier an dieser Tür, kann da schon reingehen, weil er den Schlüssel hat. Und da drin werden gleich ein paar Kühe auftauchen. Das können wir uns schon denken, aber ich finde das einfach ultra witzig, was gleich passiert. Denn da liegen ein Haufen Menschenleichen und da stehen ganz viele unschuldige Kühe, die alle dich beobachten und sich sogar mitdrehen, wenn du da rumläufst. Finde ich also wirklich super witzig. Ein sehr gelungenes Easter Egg. Aber es geht noch weiter. Man muss natürlich diese Kühe auch wie in Diablo 2 damals töten. Man muss sie alle töten. Die letzte Kuh lässt dann ein Item fallen. Und er versucht jetzt hier erstmal alle Kühe zu finden, aber es haben sich noch ein paar versteckt. Da rechts ist noch eine am Leben, war aber auch noch nicht die letzte. Und dort steht noch eine rum und wenn er die getötet hat, dann findet er nämlich eine Stamina Potion. Und das ist das nächste Easter Egg, denn in Diablo 2 war es so, immer wenn man den Kuhkönig getötet hat, also fast immer sind diese Ausdauerelixiere gedroppt, die einfach nichts mehr bringen im Spiel. Das war einfach nur nochmal so ein kleines Easter Egg, aber der Kuhkönig selbst hat normalerweise auch andere Items noch gedroppt. Das war also nur so ein bestimmter Drop manchmal, dass er auf einmal 10 von den Elixieren gedroppt hat. Und jetzt geht das Rätsel nämlich los. Man weiß in Diablo 4 leider noch nicht, auch jetzt inzwischen immer noch nicht, es kam noch kein Update, was dieses Elixier bringt. Man kann das benutzen und bekommt dann einen Buff für eine gewisse Zeit. Ich weiß gerade nicht genau wie lang. Und der Buff macht aber gar nichts. Also es müsste noch irgendetwas geben im Spiel, was man dann vielleicht mit diesem Buff bewirken kann oder freischalten kann. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist das das Ende des Mysteriums. Vielleicht sollte einfach nur dieses Elixier hier droppen. Also das Ausdauer-Elixier. Und das war's. Bisher auch bei den Data-Minern, da gibt es ja Leute, die immer so in den Quellcode reingucken und auch die haben da noch nichts entdeckt. Also ein großes Rätsel. Ich vermute tatsächlich, dass hier Schluss ist an dem Punkt und nichts weiter passiert, aber das Q-Level existiert auf jeden Fall und ich finde, dass das eine super witzige Geschichte ist und damit war es das auch schon. Ich werde selbst auf jeden Fall irgendwann nochmal die anderen Kühe töten und da auch selbst hingehen, einfach um es mal gemacht zu haben. Bei mir hat das heute ungefähr 1,5 Stunden Perma-Grind gedauert, diese ersten 666 Kühe zu töten, weil ich eine Jägerin habe, mit der das sehr schnell geht. Also so lange dauert es insgesamt gar nicht, wenn man alle drei Relikte farmen will. Und damit melde ich mich ab. Ihr könnt gerne im Chat teilen, ob ihr auch schon im Q-Level wart oder ob ihr vielleicht schon neue Erkenntnisse habt, die ich noch nicht kenne. Und damit melde ich mich ab. Haut rein.